Liebe Zuschauer, mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, sag ich mal, unseres Gesprächs vor dem Spiel in der dritten Liga Nordwest, heute am 5. Spieltag. Und da haben wir als ATSV Mausen heute zu Gast die ESG Gensungen-Felsberg. Bei mir steht jetzt unser verletzter Kapitän Björn Wehmann, der sich, wie ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, an der Wurfhand verletzt hat. Zunächst mal zu dir, du hast jetzt am Montag, wurdest du operiert. Wie ist die OP gelaufen? Wie geht's dir aktuell? Also erstmal wurde ich Mittwoch operiert, aber ist nicht schlimm. Wir meinen das gleiche. Nee, soweit ist alles gut gelaufen, alles planmäßig und ja, jetzt heißt es warten. Jetzt sehen wir hinter uns, wie sich deine Mannschaft, unsere Mannschaft, der ATSV hier warm macht. Wie groß ist bei dir jetzt die Sehnsucht, da mitzuhören und quasi selber den Ball in die Hand zu nehmen? Ja, da fragst du genau den Richtigen. Für mich ist es das Schlimmste, was es gibt, aber ich glaube, das ist auch für jeden Sportler, glaube ich, das Schlimmste, durch eine Verletzung nicht mitspielen zu können. Kannst du vielleicht noch ein kurzes Update geben zu deiner Verletzung? Was ist da genau passiert? Wie lange wirst du jetzt der Mannschaft noch fehlen? Das ist Donnerstag im Training passiert. Ich habe aufs Tor geworfen, habe bei Fischi, wo genau ich darauf gehauen habe mit meiner Hand, kann ich dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall habe ich mir die Strecksehne im Daumen gerissen. Und ich trage jetzt erstmal 6 Wochen Gips. Dann wird noch ein Draht entfernt und dann mal gucken. Ja, ich wünsche natürlich alles gute Besserung. Da kommt vielleicht die 2-wöchige Pause, die jetzt vorerst vom DHB beschlossen worden ist, vielleicht zumindest auf dich bezogen gar nicht so unrecht. Also wenig Zeit, um dich zu regenerieren und wieder fit zu werden. Abschließende Frage nochmal hier, die Mannschaft in Gelb, ESG Gensungen-Felsberg. Ein ziemlich unbekannter Gegner meiner Meinung nach. Der war zumindest bisher nicht bei uns hier in Habenhausen zu Gast. Auch ein Aufsteiger aus der Oberliga Hessen in die dritte Liga Nordwest. Kannst du vielleicht zum Gegner was sagen? Auf was für ein Spiel können wir uns hier einstellen? Ja, also wie du schon sagst, ist auch ein Mitaufsteiger. Das sind immer wichtige Spiele für Gensungen wie für uns. Wenn du gegen einen Aufsteiger spielst, willst du natürlich immer die Punkte hier lassen. Aber so kommen die natürlich auch hierher. Die haben auch nichts zu verschenken. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr körperliches Spiel. Sie spielen eine sehr, sehr harte Abwehr. Genauso wie wir aber auch eine sehr harte Abwehr spielen. Und ja, ich glaube, das wird ein sehr lange, enges Spiel und ein sehr hartes Spiel. Aber ich hoffe und glaube auch ganz fest daran, dass die 2 Punkte hier bleiben. Ja, mit den gezeigten Leistungen aus den Spielen gegen Lippe und gegen Aalen, beide Heimspiele wurden ja gewonnen, denke ich auch oder hoffe ich natürlich zumindest, dass wir hier auch heute wieder einen Heimsieg feiern können. 4:4 Punkte zum Saisonstart. Du warst die letzten Jahre warst du immer dabei und sowas hatten wir damals nicht, sage ich einfach mal. Jetzt haben wir als Aufsteiger 4:4 Punkte. Ich habe gestern auf der DHB-Seite gelesen, wir sind der zweitbeste Aufsteiger aktuell aller Drittligastaffeln. Bist du zufrieden? Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht zufrieden. Aber wir sind halt noch sehr, sehr früh in der Saison. Ne? Das darf man halt einfach nicht vergessen. Das sind noch sehr, sehr viele Spiele. Und es kann noch so viel passieren. Aber ich glaube, mit dem Saisonstart können wir definitiv zufrieden sein. Müssen wir auch zufrieden sein. Und ja, weiter so, würde ich sagen. Ja, und damit du deine Zufriedenheit behältst und wir auch heute wieder die beiden Punkte ein. Darüber würden wir uns natürlich alle sehr, sehr freuen. Das soll es von uns jetzt gewesen sein, kurz vor dem Spiel. Wie immer an euch, liebe Zuschauer, der Hinweis, Sportdeutschland TV einschalten, da findet ihr heute wieder die Live-Übertragung. Heute mit Ralf Reschke und, große Überraschung, Björn, du wirst Ralf heute unterstützen. Also, schaltet ein, Sportdeutschland TV, in wenigen Minuten geht's los mit dem Kommentatorteam Ralf Reschke und Björn Wehmann. Allen ein gutes Spiel.